Wir werden heute einen User ein bisschen trollen und damit ihr Bescheid wisst, der User hat wirklich Scheiße gebaut und wir haben auch feste Beweise, heißt, er hat User bedroht und so weiter und so fort. Ich gehe als allererstes in den Wennig, so, und in den Gamer 3. Wir werden ihn, wie gesagt, jetzt ein bisschen trollen. Der User hat wirklich relativ viele, ich glaube 7 bis 8 Leute gescammt, gedroht, beleidigt und so weiter und so fort. Wofür man eigentlich schon permanent gebannt wird. Er wurde auch schon, ich glaube, ein paar Mal gebannt, ich glaube 3, 4 Mal schon sogar. Und deswegen dachte ich mir, bevor ich ihn einfach wegbanne oder wir das Ganze nochmal kontrollieren, werden wir ihn einfach so ein bisschen trollen. Ich würde sagen, ich gehe einfach mal zu seinem Plot PH Kai Extreme, der ist sogar online. Und okay, man spawnt hier und da ist der Plot-Eingang, hat er echt super gebaut auf jeden Fall. Und ja, soweit ich weiß, ist das ein kleiner Shop, der gerade im Aufbau ist oder sowas von ihm. Er setzt hier gerade auch Schilder hin, das ist der liebe Kai. Und ja, wie gesagt, wir werden so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen Lava platzieren, mal ein Feuer legen oder, weiß ich nicht, das Haus zu Barrieren machen, was bestimmt auch ziemlich witzig wäre, wenn wir das Haus einfach zu Barrieren replacen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz einfach an, indem wir, ich guck mir das mal an kurz. Okay, es geht nicht tiefer, das ist schon mal gut, heißt, es ist wirklich nur das hier, okay. GameMode 1, er sieht uns wie gesagt nicht, macht euch da keine Gedanken. Als allererstes würde ich sagen, machen wir mal folgendes und tun hier mal das Haus so ein bisschen anzünden. So, dass man das nicht vielleicht direkt sieht, aber dass man das auf jeden Fall mitbekommt. Wo ist er gerade überhaupt? Da, okay, ich mache das einfach mal hier hinter ihm. Und vielleicht wird das ja, vielleicht auch nicht, was auch immer er da gerade macht. Wahrscheinlich irgendein Eingang zu irgendeinem. Hä, was macht er denn da? Also ich platziere jetzt hier einfach mal Feuer und hier auch. So. Und jetzt schauen wir mal. Okay, geht ein bisschen nach hinten. Und er macht es direkt aus. Okay, ja, so viel passiert dabei jetzt auch nicht. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, also ein Noob ist er nicht unbedingt, weil er schafft es auf jeden Fall, Leute zu scammen, zu beleidigen, zu drohen. Er hat eine Kiste platziert. Okay, da kann man nicht reingucken. Das hast du super gemacht auf jeden Fall. Was tut er da rein? Okay, ich gehe mal lieber in den Gamer 3, bevor... Okay, Fichtenholz, ja. Das war's, oder wie? Und jetzt verkauft er das, okay. Interessant. Ich würde sagen, wir machen folgendes. Ich nehme die World Editor Axt raus, markiere einmal diesen Punkt hier. Dann fliegen wir einmal hier hin und markiere mir diesen Punkt hier. Und dann mache ich einmal... Was hat das für eine ID? 161 Doppelpunkt 1. Und dann haben wir 5 Doppelpunkt 5, replace die ID und 0, so haben wir, okay, da habe ich eine falsche ID eingegeben, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Das ist doch 1611, richtig, okay, da machen wir das wie folgt, da machen wir das mal so, zack, okay, das geht, okay. Aus irgendeinem Grund geht das gerade nicht, das ist nicht so nice, aber ich probiere es nochmal, wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht, dann ist das eben so, aber eigentlich sollte es gehen, okay. Weird. Ja, muss man glaube ich jetzt nicht verstehen, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Naja, wir lassen es jetzt einfach mal so. Wo ist dieser Typ überhaupt hin? TPO Kai Extreme. Was macht der denn bei SVDia? Okay. Anscheinend kauft er hier wohl irgendwas ein, was auch immer. SVDia ist übrigens so ein krasser OP-Shop, also wirklich. Irgendwie gibt es hier gefühlt alles. So, wo ist er jetzt schon wieder hin? TPO. Jetzt ist er wieder bei sich und lol, okay, es ist sogar schon, okay. Ja, das Haus brennt ein bisschen, würde ich mal sagen, aber irgendwie, ihn juckt es halt gar nicht so. Also ich hätte jetzt echt gedacht, dass da irgendwie mehr passiert, aber irgendwie, okay, ich setze einfach mal hier drunten setze ich mal einfach Feuer. Oh mein Gott, nein, das ist... Er hat es sogar verkackt beim Bauen. Das ist doch nicht sein Ernst. Und damit ihr Bescheid wisst, ich probiere, wie gesagt, immer so ein bisschen Uncut zu gehen. Heißt, nicht unbedingt überall einen Cut zu setzen bei jeder Kleinigkeit, damit es einfach ein bisschen geiler rüberkommt. So als würde jetzt nach jedem Satz ein Cut kommen, finde ich zumindest. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr Bock drauf habt, wenn das weiter so gehen soll. Oder halt mit relativ vielen Cuts. Habe ich euch schon öfters erwähnt, aber schreibt einfach nochmal rein, würde mich auf jeden Fall nochmal interessieren. Biegen auf Glück 5K, Klick in die Lava. Für alle, die es nicht wissen, wenn man jetzt hier draufklicken würde, würde man auf das Shopschild klicken und somit, naja, wird man gescannt auf jeden Fall. Aber irgendwie juckt ihn das nicht wirklich. Er steht zwar hier vor, aber macht eigentlich relativ wenig so.
Ja, hallo, machst du hier überhaupt was oder muss ich dich wieder in Feuer setzen? Er hat WTF in den Chat geschrieben, okay. Neues, nice, hat er was in seiner EC? Kai, okay, da hat er nichts. In seinem Inventar hat er, ja, so ein bisschen Stuff halt, ne, was man halt so hat. Eine Spitzhacke und sowas, aber halt auch nicht den krassesten Stuff, muss man sagen. Ich würde sagen, wir machen Folgendes. Ich markiere mir nochmal das Plot. Okay, eine Axt haben wir schon. Und machen dann Position 2, Replace Water zu Lava. Und somit haben wir so einen Lavasee gemacht, auf jeden Fall. Aber noch hat er es nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob er das einfach nicht checkt oder nicht checken möchte oder WTF, wer trollt mich? Okay, damit ihr auf jeden Fall Bescheid wisst, wenn wir ihn fertig getrollt haben, wird sein Geld noch zurückgesetzt, er wird gebannt und so weiter und so fort, sein Plot wird gelöscht. Macht euch da auf jeden Fall keine Gedanken, er bekommt auf jeden Fall seine Strafe. Ihnen ist es jetzt auf jeden Fall aufgefallen, nice. Okay, machen sie jetzt... Okay, hier sind auch schon ein paar User. Okay, sein Haus brennt auf jeden Fall so. Ja, was man dazu großartig sagen soll, ne? Aber irgendwie juckt ihn der Rest nicht so wirklich, habe ich das Gefühl, oder? Okay, er baut es halt einfach wieder auf und tut so, als wäre nichts gewesen oder wie. Auch wenn er gesagt hat, beziehungsweise es geschrieben hat, dass ihm das aufgefallen ist, zumindest, dass er geschrieben hat, wer trollt mich. Naja, so zu 100% ist ihm das, glaube ich, naja. Okay, ich will jetzt keine Vermutungen aufnehmen, vielleicht ist es ihnen aufgefallen, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Naja, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, denke ich mal. Das wird mich jetzt auf jeden Fall interessieren, was passiert, wenn wir das Haus zu Barrieren machen. Replays, Barrier und alles ist aus Barrier. Alles. Alter, okay. Das wird mich jetzt interessieren, wie er handelt. Okay. Vor allen Dingen, man kann ja nichts sehen. Ich sehe ja überall, wo Barrieren sind, aber wenn ich diesen Block jetzt aus der Hand nehme, verschwindet alles, also verschwindet überall dieses Symbol und ich sehe nichts mehr und in Game Mode 0 sieht das Ganze so aus. Ich glaube sogar in Game Mode 2 so wäre das noch krasser. Aber auf jeden Fall sieht das so aus bei ihm. Ich weiß gar nicht, ob er das sieht, aber auf jeden Fall, man weiß nicht weiter, wirklich, das ist echt krass. Alter, was das schon wieder? Dieser Typ, okay. Ich würde sagen, ich mache nochmal Undo und mache Replays, Barrier und Lava und Water. So, Alter, wie sieht das denn? Okay, stirbt, er ist gestorben. Okay, okay, das sieht echt heftig aus, muss man sagen. Das hat auf jeden Fall was, finde ich. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich finde sogar, dass das ganz geil aussieht. Aber naja, ich würde sagen, ich gehe mal aus dem Bennisch raus und schreibe ihm mal. MSG Kai Extreme, kannst du mir erklären, wieso du Leute scamst und beleidigst? Sowas geht auf gar keinen Fall. So, jetzt interessiert mich mal, was er dazu sagt. In der Zwischenzeit werde ich sein Geld auf 0 setzen. Echo Set Kai Extreme 0. Was du das die ganze Zeit? Nein, ein random User. Wer soll das denn sonst gewesen sein? Natürlich war ich das. WTF, also... Na, da muss man echt nichts zu sagen, keine Ahnung. Hast du... Okay, ja. Das lassen wir einfach mal so stehen. P-Band, Kai, Extreme, Extremes, Scamming und dir damit noch einen angenehmen Tag. Was stimmt mit dir nicht? Okay. Ich habe, wie gesagt, eure Meinung zu diesem Typen in die Kommentare. Und zu diesem Plot, ich würde sagen, wir sprengen das nochmal in die Luft. P-Flex, Set, Explosion, True. Nehmen uns jetzt TNT raus, so, und sprengen das Ganze hier nochmal in die Luft. Nehmen uns ein Feuerzeug. Bam, zack, okay, das war das Falsche. So, zack, 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 zack. Und sprengen das Ganze so ein bisschen hier nochmal in die Luft. Dann ist das Haus auch ein bisschen kaputt auf jeden Fall. Hier nochmal. So, und zack, zack, zack. Wunderbar. So, wie gesagt, schreibt eure Meinung zu diesem Typen in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch zu einem erneuten Video morgen wieder. Oder auf Durchrasten. Warte, das sprengen wir hier noch weg. Okay, perfekt. Bis dahin, haut rein, ciao.